Autoproduktion Rückgang in Deutschland. Deutsche Automobilhersteller verlagern die Produktion immer weiter ins Ausland. Die Autoproduktion in Deutschland sinkt auf 3,6 Millionen Automobile. Die Autoproduktion in Deutschland hat in den letzten 10 Jahren einen drastischen Einbruch erlebt. Während 2012 noch 5,6 Millionen Pkw in Deutschland hergestellt wurden, ist die Zahl 2022 auf nur noch 3,6 Millionen gesunken. Im gleichen Zeitraum ist aber die Auslandsproduktion der deutschen Hersteller BMW, Mercedes-Benz, Opel und Volkswagen von 8,6 Millionen auf 10 Millionen Fahrzeuge gestiegen. Ökonomen sehen die Ursache in der Verlagerung der Produktion ins Ausland vor allem in den hohen Energiepreisen, Löhnen und Steuern in Deutschland. Dies führe dazu, dass die deutschen Hersteller zunehmend ihre Autoproduktion ins Ausland verlagern, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben oder höhere Gewinne einzufahren. Die aktuell hohe Nachfrage nach Elektroautos verschärft die Situation noch weiter. Volkswagen wird beispielsweise sein neues E-Modell ID.2 All nicht wie ursprünglich geplant in Deutschland, sondern in Spanien produzieren. Auch BMW und Mercedes setzen verstärkt auf die Produktion im Ausland. Die Deindustrialisierung droht wegen Verlagerung ins Ausland zu galoppieren. Das IFO-Institut und der Verband der deutschen Automobilindustrie warnen daher vor einer Deindustrialisierung der Autoproduktion in Deutschland. Ohne ein ambitioniertes Programm zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit drohe Deutschland im globalen Vergleich an Boden zu verlieren. Die Corona-Pandemie hat in den letzten 2 Jahren zusätzlich zu einem Rückgang der Autoproduktion beigetragen. Zudem sind Halbleiter und Kabelbäume knapper geworden, was die Produktion weiter erschwert hat. Insbesondere kleinere Modelle werden seit 2020 überhaupt nicht mehr in Deutschland gefertigt. Die Produktion ist um 90% gesunken, aber auch beliebte Modelle wie der Golf werden immer weniger in Deutschland produziert. BMW produziert teilweise Autos in China, um sie dann wiederum nach Europa zu verschiffen, genau wie Mercedes bei der Herstellung von Fahrzeugen der Marke Smart. Auch die Zuliefererbranche ist von Produktionsrückgang natürlich betroffen. Obwohl in diesem Jahr eine Steigerung der Produktion und Neuwagenverkäufe in Deutschland erwartet wird, gehen Marktforscher davon aus, dass das Produktionsvolumen bis 2027 unter 4 Millionen Fahrzeuge liegen wird. Bei Nutzfahrzeugen wird die Zahl sogar unter 200.000 sinken. Mit dem Produktionsrückgang in Deutschland wird gleichzeitig auch die Produktion der Zulieferer hierzulande weiter sinken, bei denen 800.000 Beschäftigte in Deutschland tätig sind. Ja, wo soll das noch hinführen? Das wird dramatisch, weil gerade auch in der Automobilindustrie überdurchschnittlich hohe Löhne gezahlt werden und in den Autoherstellern auch noch zusätzlich eine Gewinnbeteiligung an die Arbeitnehmer ausgeschüttet werden zum Jahresende. Das wird wegfallen. Das heißt, nicht nur Arbeitsplätze werden wegfallen, auch der Wohlstandsverlust wird Einzug halten in Deutschland. Wo wird das hinführen? Naja, wahrscheinlich in eine höhere Lastenfahrradproduktion. Die werden wir aber nicht exportieren können. Dankeschön, dass Sie reingeschaltet haben. Bleiben Sie am Ball, bleiben Sie mir gewogen. Über ein Like, einen Kommentar, wie sehen Sie die Situation? Wird die Deindustrialisierung weiter fortschreiten? Oder gibt es das große grüne Wirtschaftswunder, was verkündet worden ist? Da sind wir alle gespannt. Ich würde mich sehr über Ihre Meinung freuen. Und auch über ein Abo, das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Dankeschön, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.